Ja, hallo und herzlich willkommen auf Mini-Klangwunder, ein weiterer Teil des Geschenkefinders. Ich werde euch auch jetzt in diesem Video weitere Produkte vorstellen, warum dieses Video so in der Art von mir aufgenommen wurde und euch präsentiert wird. Das könnt ihr nochmal nachhören in dem ersten Video zu den Geschenkefindern. Da habe ich das nämlich im Detail erklärt und wünsche euch jetzt mit den nächsten Produkten viel Spaß. In-Ears ist in diesem Video das Thema. Da habe ich so einige hier stehen, die werde ich euch alle einmal kurz zeigen. Und zwar fange ich mal an mit den Fio. Man sieht schön, wie das funkelt. Man kann sich schon denken, das ist kein einfacher, der Fio FA9. Ich drehe das mal kurz um. Und zwar seht ihr hier Schalterstellung. Dip-Schalterstellung. Ich packe den mal aus, der ist nämlich hier drin. Das ist sozusagen der reine Balanced Armatur In-Ear-Kopfhörer von Fio. Das Flaggschiff derzeit, der FA9. So sieht das Ganze aus. Ich halte den mal ein bisschen ran, auch da funkelt das sehr schön. Diese Herzform, wie die präsentiert werden, das kennen wir nun mittlerweile von Fio. Aber ich nehme mal das ab vom Kabel. Ich will jetzt auch gar nicht den großartigen Aktion zeigen. Das ist jetzt nicht mein Interesse. Ich will ja auch kein Review machen. Ich hatte euch das ja schon gesagt, dass dieses Videoformat einfach dafür da ist, euch den ein bisschen vorzustellen. Seht euch das mal an. Wunderschön. Durchsichtig. Ist jetzt auch nichts Neues, aber gerade hier finde ich, ich hoffe, man sieht es gut. Ich versuche das hier nochmal scharf zu bekommen. Ah, mein Gesicht ist für den Autofokus interessanter. Aber schaut euch mal hier diese Gänge an in dem Material. Also es ist ein Vollmaterial. Auch hier in der Rückseite dieser Gang. Sehr interessant. Das sind die Gänge, die quasi als Schallröhrchen separat von jedem der einzelnen Treiber, die hier drin sitzen, hier an den Ausgang geführt werden. Also total klasse. Finde ich richtig spannend. Und hier sind sogar noch Schallgänge drin, so steht es auch drin, die quasi extra so designt sind, um den Bass auch besonders herauszubringen. Was aber besonders ist bei diesen In-Ears, die lassen sich tatsächlich durch eine kleine Platine, die eingegossen ist, passiv so beschalten mittels Dip-Schalter. Ich zeige euch die mal. Hier sind sie, die kleinen Dip-Schalter. Ja, kann man vielleicht ganz gut sehen. Dass sich tatsächlich der Klang ein Stück weit ändert. Und das macht die auch ein ganz großes Stück einzigartig. Im Sinne von klangflexibel, so möchte ich es mal nennen. Denn der ganz große Vorteil bei den In-Ears hier ist, das sind reine BA-In-Ears. Das heißt, durch diese Änderung kann man die richtig gezielt abstimmen. Also jetzt als Hersteller. Natürlich haben die jetzt durch diese Dip-Schalter bestimmte Abstimmungen, die vorgegeben sind. Da kann man jetzt selber nicht dran rumdrehen. Aber das macht die umso interessanter. Ich hatte euch das vorhin mal kurz gezeigt, vielleicht hier nochmal ein Augenmerk drauf legen. Hier sind angedeutet die Frequenzverläufe, die man sich so einstellen kann. Ich muss sagen, das klappt richtig gut. Insgesamt ist der In-Ear sehr gut, was in seiner Abbildung angeht. Das ist ein Top-In-Ear, absolut, jetzt möchte ich sagen, fast schon sagen analytisch, aber nicht im Sinne von viel zu viel Hochton oder viel zu wenig Bass, das meine ich gar nicht, sondern der klingt einfach neutral. Bei dem möchte ich jetzt nicht sagen ausgewogen, sondern neutral. Das hängt nämlich ab, wie ich den einstelle, da kann ich das für mein Empfinden ändern. Ich kann dem auch mehr Bass geben. Aber trotzdem klingt der neutral, weil der bildet absolut akkurat den Bass ab, den Hochton, die Mitten. Da ist nichts, wo ich jetzt sagen müsste, zum Beispiel beim dynamischen Treiber, das ist zu weich oder so. Das kennt der alles nicht. Der ein oder andere könnte vielleicht sagen, der ist
dieser In-Ear-Kopfhörer ist ihm für Musik hören zu sehr ein Profi-Gerät. So möchte ich es eigentlich sagen. Der FA9, der ist ein absolut professioneller In-Ear, wenn es darum geht, die Musik zu hören, aber auch wirklich alles herauszuhören. Mehr will ich jetzt dazu erstmal nicht sagen. Aber ein ganz tolles Geschenk an sich selbst, wenn man denn möchte. Ich kann über den nichts Schlechtes sagen. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, dass der irgendwie heraussticht aus vielen anderen, weil er eine ganz besondere Signatur hat. Das hat er eben nicht. Also irgendwie hat Fio hier einen In-Ear hinbekommen, der in allen Belangen, ich meine das positiv, neutral ist. Da gibt es auch nichts zu meckern. Das ist wer genau sowas sucht, der muss hier unbedingt sich den anderen und zugreifen. Also den wollte ich als erstes bringen, weil er mir auch ehrlich gesagt am schwersten gefallen ist, so ein bisschen den Einstieg zu finden. Aber ich denke, ist es dabei rausgekommen, wie ich den empfinde. Wenn ich etwas Musikalischeres haben möchte, dann komme ich jetzt mal zu so einem. Stellvertretend von IMR Akustik, ein englischer Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörerhersteller. Das Interessante bei seinen Geräten ist, die gibt es immer nur in limitierten Auflagen. Den ich euch jetzt zeige, den gibt es auf dem Markt nicht mehr. Maximal noch als Gebrauchtware, aber nicht neu im Shop bestellbar. Das ist der IMR R2 Red. Was ich euch nur zeigen möchte, ist einmal, so werden die geliefert in so einer Verpackung. Und wenn ihr mal genau hinseht, hier oben gibt es so eine farbigen Reihen. Das ist auch schon das Besondere bei dem In-Ear. Unter anderem das. Ich kann nämlich ich nehme einen raus. Ihr seht das auch hier. Die Düsen und vorne die Filter. Das ist hier so Pink-Gold. Die kann ich tauschen auf verschiedene Farben. Und das Interessante ist, diese Düse, das ist das längere Teil von beiden, die hat kleine Bohrungen, also Bohrungen mit minimalsten Durchmessern. Und das sorgt dafür, dass entweder sehr viel Bass an euer Ohr kommt oder sehr wenig. Hier sind Düsen bei grün, da ist die Bohrung so groß, da habt ihr quasi gar keinen Bass. Dann ist das nur noch ein Treblehead in ihr. Und die Filter, ich versuche mal den hier abzuschrauben, da müsste man eigentlich sehen. Ja, sehr schön, ihr habt es gehört. Der ist mir jetzt direkt auf den Boden gefallen. Das ist also auch nichts jetzt hier irgendwie zum Tauschen einfach mal nebenbei. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Und man sollte den dann auf den Tisch abschrauben und nicht so wie ich gerade vor dem Tisch. So, ich hoffe man sieht es, aber ich glaube nicht, dass man sieht. Hier ist der Filter von innen zu sehen. Jetzt habe ich natürlich auch schlauerweise gleich einen schwarzen genommen. Vielleicht sieht man es. In dem Filter ist auf jeden Fall ein Material enthalten, in jedem Filter, bis auf den blauen. Der blaue ist sozusagen, da ist nur ein Drahtgeflecht vor, um das Innenleben zu schützen. Die anderen Filter haben Material eingesetzt, verschiedene Materialien, die den Frequenzgang beeinflussen, im Sinne von Höhen, obere Mitten, Dämpfen. Und das ist auch schon das Geheimnis von diesen In-Ear-Kopfhörern von IMR Audio. Ich kann den Bass beeinflussen, ich kann die oberen Mitten und den Hochton beeinflussen. Und zwar so, dass ich da wirklich sehr viele Kombinationen habe. Ich habe 8 von diesen Düsen, die ich tauschen kann, 6 Filter. Und das ist noch ein älteres Modell. Ich habe ja gesagt, der R2 Red wird so nicht mehr verkauft. Da seht ihr hinten diese rote Platte, die ist verschraubt. Den gleichen Kopfhörer gab es noch mit einer offenen Platte, also man kann den auch offen hören. Da musst du dann allerdings einen anderen kaufen. Ganz aktuell gibt es jetzt einen Arten, so heißt der. Der hat eine andere Gehäuseform und da kann ich diese rote Platte, hier zeige ich es euch nochmal, das ist jetzt keine Platte mehr bei dem Arten, sondern so ein Schraubdeckel. Und da gibt es 2 verschiedene, einen geschlossenen, einen offenen. Und wenn man den offenen nutzt, dann hat man tatsächlich mit diesem In-Ear eine richtig ordentliche Räumlichkeit und Bühne. Habe ich beim In-Ear ehrlich gesagt so noch nicht gehört. Bin ich total baff dabei. Den Opus Mir gibt es auch noch. Da gibt es diverse, müsst ihr euch mal angucken. Die kosten auch ein bisschen mehr dann.
Aber sehr interessant, weil ich kann hier mir kleine In-Ears bauen von Bassett bis zu Treblehead In-Ears. Die haben auch verschiedene Treiber drin. Immer einen dynamischen dabei. Es gibt aber auch welche mit magnetostatischen Treiber. Es gibt welche, da ist dann für die Mitten Elektrostart dabei. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und im Vergleich jetzt zum Beispiel, was ich gerade hatte, den Fio FR9, ist das ein Kopfhörer oder ein In-Ear-Kopfhörer, der mehr dafür gedacht ist, wirklich Spaß zu haben. Ich darf jetzt da nicht so rangehen und sagen, da möchte ich jetzt genau diese Feinheiten und Details hören wie bei dem Fio. Das ist hier nicht so möglich, muss man ganz klar sagen. Das ist kein Profi-Werkzeug. Das ist eher ein, ja, für mich als Spielkind ein richtig geiler In-Ear, weil wenn ich mal was anderes hören möchte, andere Düsen drauf, andere Farbe, andere Klangsignatur, möchte ich es mal richtig fett im Bass haben, dann mache ich da eine rote Düse drauf oder sogar eine schwarze, dann geht es richtig los. Irgendwie 10 dB mehr im Bass und sowas. Unheimlich wandelbar das Ding. Auch das ist eine Möglichkeit, in ihr zu kreieren. IMR Acoustics als Beispiel für alle anderen, die man da auf der Seite auch jetzt noch kaufen kann. So, ich hatte ja gesagt, ich habe einige mehr In-Ears. Das waren die ersten beiden. Ich habe ja noch hier, nehmen wir mal den Shanling. Der ME500, da gibt es zwar auch schon neuere, aber auch der ME500, ein richtig geniales Teil. Habe ich auch lange, lange mitgehört. Und vor allen Dingen, hier muss man aufpassen, den kann ich nicht so ganz ausklappen. So sieht der aus, wenn er kommt. Also auch hier ganz viele verschiedene Tipps. Und das ist ähnlich, wie das Fio auch gemacht hat. Ich habe welche, das sind Tipps, die sorgen dafür, dass der Bass mehr zur Geltung kommt. Ich habe also für Soundstage, das funktioniert wirklich ein Stück weit, dass der breiter klingt. Natürlich, weil in den Mitten da ein bisschen was gemacht wird. Ich habe Vocal-Tipps, da kommen die Stimmen etwas kräftiger heraus und die Balanced-Tipps, da ist der Klang ausgewogener. Ja, ich persönlich nutze ganz andere Tipps dafür, weil ich einfach sehr große Tipps benötige, also so grundsätzlich. Und habe mir dann überlegt, ja, was mache ich damit? Wie teste ich die? Wie bewerte ich die? Und da bin ich ganz ehrlich, habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ja, ich mit den Tipps, die dabei sind, nicht so viel dazu sagen kann. Ich brauche meine Tipps und die sind nicht dabei. Trotzdem hört sich das ziemlich genial an, was da rauskommt. Ich würde euch den auch mal zeigen. So sehen die aus. Ja, also schön dunkel gehalten, so ein dunkles Gehäuse, schimmernd, so ein dunkler Ton. Ich hätte jetzt fast gesagt, so ein bisschen wie, ja, na, Platin. Nee, war vielleicht schwierig. Also, mir gefällt es von der Farbe her sehr, sehr schön. Und vom Klang her muss ich ganz ehrlich sagen, hat einen schönen Bassbereich, nicht zu drückend, aber prägnant. Prägnant, also sehr. Der ist halt da. Der macht Spaß. In den Mitten Stimmen richtig toll. Da brauche ich auch nicht so eine Vocal-Tipps. Das kann der auch mit meinen In-Ear, mit meinen Tipps, die ich so nehme, diese großen. Das sind, glaube ich, welche von Fisherhams, die ich da habe. Das sind so richtig große XXL-Dinger. Hört sich hiermit richtig super an. Kommen am ehesten gleich. Da will ich doch mal schnell gucken. Ich glaube, den Stage-Tipps. Ja, hier. Doch, das passt schon ganz gut. Die Stage-Tipps sind nämlich so aufgesetzt. Sie sind recht weich vom Material, aber haben hier einen recht großen Außendurchmesser nach dem Aufsetzen. Also sie verbreitern den Außendurchmesser. Dadurch wird der Bass ein leichtes, also klein bisschen zurückgenommen und dafür kommen aber die obere Mitten ein bisschen besser raus. Völlig interessant. Also verschiedene Tipps auf In-Ears zu setzen. Probiert es mal aus. Also wenn da jemand irgendwie mal eine Idee hat oder In-Ears hat und sagt, Mensch, die könnten auch mal anders klingen, guckt einfach mal, was es auf dem Markt so gibt für Drittanbieter für Tipps, egal ob das Preiswerte sind, irgendwie von eBay geschossen oder Spinfit-Tipps, die sind dann ein bisschen teurer schon. Probiert die für euch einfach mal aus, dann werdet ihr merken, auch Tipps verändern nachhaltig den Klang. Und das finde ich zum Beispiel bei dem Shanling ME500 auch gut. Da ist nichts mit Düsentauschen und so, aber ich habe die Möglichkeit, durch die Tipps den Klang ein bisschen zu verändern. Und die sind vom Einsatzgefühl, vom Gehäuse her richtige Ohrschmeichler. Der Klang allgemein ist absolut
zufriedenstellend im Sinne von, naja, zufriedenstellend nicht Schulnote 3, sondern ich habe da auch nichts dran zu bemängeln. In den Mitten, grundsätzlich von Abstimmung, ein kleines bisschen prägnanter. Gefällt mir sonst nicht so, aber hier passt auch der Hochton. Also auch das sind In-Ear-Kopfhörer, unbedingt nachsehen, wenn ihr richtig gute In-Ear-Kopfhörer sucht, die einen schönen kräftigen Bass haben, schöne Mitten, leichte Betonung in Mitten haben und schön klare Höhen. Das könnte dann auch etwas für euch sein, entweder zu Weihnachten oder außerhalb der Reihe. Warum auch nicht? So, das waren drei Astreine In-Ears. Ich mach mal so ein Bergfest mit einem ganz anderen, auch ein In-Ear, aber es ist ein Earbud eigentlich, nämlich den Fio EM5. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal, ich weiß gar nicht, ich glaube doch, da habe ich schon ein Video zugedreht. Ja, ich glaube schon. Deswegen werde ich mich auch hier kurz halten. Das ist mal auch eine ganz andere Erfahrung. Die werden dann so geliefert. Eine ganz andere Erfahrung, ihr müsst euch das vorstellen, wer Apple AirPods kennt, zum Einhängen in die Ohren, genau das ist das Prinzip der Earbuds. Da wird nichts reingefriemelt in den Gehörgang, sondern die werden einfach in die Ohren gehängt. Hier ist sogar das so, das ist auch hier so ein bisschen ergonomisch gehalten, dass ich hier noch so einen kleinen Steg habe. Vielleicht sieht man das, wenn ich den so langsam drehe. Hier vorne ist so ein kleiner Steg, jetzt wenn man da rumkommt. Und der sorgt dafür, wenn ich den in das Ohr hänge, der liegt dann hier vorne im Ohr, also nochmal so an. Der positioniert den quasi richtig. So, hier gibt es unterschiedliche Mitlieferungen am Zubehör. Auch das möchte ich mal kurz zeigen. Also neben dem schönen Case, was da drin ist, gibt es hier noch für das Kabel. Da ist nämlich ein Anschluss dran, wo ich verschiedene Stecker anschließen kann. Hier zum Beispiel so ein Pentacon 4,4 mm, damit ich den symmetrisch zuspielen kann. Genau das gleiche in 2,5 mm hier nochmal zu sehen. Ja. Kann ich austauschen und standardmäßig ist ein 3,5 mm Stereo dran. Und ich habe verschiedene Tipps. Und das ist jetzt interessant. Naja, die Tipps steht drauf als Tipps. Das sind eigentlich keine richtigen Tipps. Ich nehme da mal was raus, dann seht ihr das. Und zwar, ja, ach, ist das wieder was für meine Finger hier. Die Kistchen sind schön, aber hier muss man aufpassen. Hier sind nämlich ganz viele Schaumstoff-Tipps drin. Und zwar, ich nehme mal einen raus. Das sollen jetzt die sein für Balanced. Die sind in der Mitte geschlossen. Relativ dünner Schaumstoff. Wie man die eben auch von Kopfhörern aus den 80er Jahren kennt, da waren in etwas größer genau einfach nur so ein Schaumstoff-Polster, die man darüber gezogen hat dabei. Hier bei den Earbuds ist das genauso. So, jetzt gucke ich mal. Das waren die Foams für balancierte Wiedergabe, kann man so sagen. Ich glaube, den brauche ich nicht mal auspacken. Wenn ich euch die jetzt zeige, dann seht ihr schon, da kann man durchgucken. Da haben die das ganz geschickt gemacht. Die haben nämlich die Schaumstoff, das sind jetzt nur noch Ringe, so geformt, dass man die umlegen kann. Das heißt, die sitzen etwas besser natürlich im Ohr mit den Schaumstoffdingern, mit diesen Schaumstofftipps. Aber lassen in dem Fall ungehindert alles, was da aus dem Treiber kommt, jetzt ins Ohr hinein. Mit dem Balanced ist da ja aufgrund des Materials ja eine Dämpfung da in einem bestimmten Bereich. Und jetzt zeige ich euch mal die heißen Bass Foam Tips. Ja, auch hier brauche ich die nicht auspacken, weil ihr seht da auch schon wieder, die sind auch geschlossen wieder. Aber die sind dicker. Die sind deutlich dicker als die anderen. Und hier hat Fio das ganz interessant gemacht. Hier haben die einfach gesagt, okay, wir nehmen verschiedenes Material, auch in einer Dicke. Wir nutzen das als Filter und damit beeinflussen wir auch in gewisser Weise den Frequenzverlauf, den Klang. Und so sind auch die EM5 entweder kräftiger im Bass oder eben recht crisp im Hochton. Das machen die sehr gut. Was mich da ein kleines bisschen stört, da bin ich jetzt ganz ehrlich, die passen nicht so ganz in mein Ohr rein, denn ohne diesen Schaumstoff geht es gar nicht. Also das ist auch interessant.
die brauchen diese Schaumstoffringe, die müssen am Ohr kontaktmäßig anliegen. Wenn die wirklich nur so da drinnen hängen, dann fehlt denen Ausdruckskraft. Die brauchen unbedingt diese leichte Klemmkraft, damit die vollflächig irgendwie Kontakt mit dem Ohr auch haben. Und dann klingen die erst richtig gut. Das funktioniert bei mir leider nur eingeschränkt. Hat den Hintergrund, wahrscheinlich sind meine Ohrmuscheln einfach nicht passend, zu groß, wie auch immer. Manchmal klemmen die ganz gut und wenn die ein bisschen rausrutschen beim Gehen, dann ist halt der Klang wieder weg. Das ist sehr schade, denn ein ganz großer Vorteil von so einem Earbuds ist, wenn ich mich draußen bewege und die aufhabe, ich höre trotzdem meine Umwelt. Bei den In-Ears muss ich natürlich in den Gehörkanal rein und damit bin ich fast schon isoliert von der Umwelt. Ganz tolle Dinger, wenn das eben mit den Ohren passt. Fio EM5. So, die letzten In-Ears im Bunde nach diesem Bergfest mit dem Earbud sind die Fio FD1, FH1S und der FH3. Ich fange mal an bei dem FD1. Da habe ich auch schon einen Artikel zugeschrieben, recht ausführlich. Da muss ich ganz einfach sagen, die flashen mich total, die Dinger. Hier auch so im kleinen Format. Für den Preis so verpackt. Und jetzt kommt's mit... Ich wollte eigentlich nicht so viel auspacken, aber selbst bei dem Preis so ein Hardcase noch dabei, klasse. Andere Hersteller packen da gar nichts bei. Vielleicht noch so zwei, drei Silikontipps, das war's. Aber hier ein rundum geiles Paket und FD1 ist ein reiner, also Full Dynamic, ein reiner Dynamiker. Da ist so ein dynamischer Treiber drin. Das ist ein sehr hocheffizienter Treiber. Ich glaube, irgendwas gelesen zu haben von irgendwie, der geht schon in Richtung halben Tesla oder so. Also von der Performance her, das ist jetzt nicht selbstverständlich und gerade für den Preis nicht. Aber vom Klang muss ich sagen, unglaublich gut. Kräftiger Bass, dynamischer Bass im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr tiefgehend, sehr im Tiefbass. Nein, insgesamt im Bass sehr prägnant, ein sehr schön Tiefbass. Manchmal bei wenigen Liedern, manchmal sogar einen ganz kleinen Tucken zu viel. Aber das stört mich gar nicht, weil 9 von 10 Liedern, oder nein, anders, 95 von 100 Liedern sind hiermit absolut genial zu hören. Die 5, wo das mal nicht ganz so hinhaut, wo man ein bisschen leiser drehen muss, sei denen gegönnt. Ja, müssen ja nicht alles... ausbalancierte, neutrale In-Ear-Kopfhörer sein. Wobei ich den hier als angeregt authentisch bezeichne. Der klingt einfach super. Ich will jetzt auch nicht mehr dazu sagen als zu den anderen. Nicht, dass ich den jetzt hier irgendwie besonders bevorzugen möchte. Aber der hat es mir einfach am meisten angetan. Auch im Vergleich zu den anderen beiden, die ich gleich noch zeige. Weil der zu diesem absolut tollen Bass wirklich eine super, super schöne Mittenabstimmung hat und im Hochton hervorragend, und was ich mit hervorragend in dem Fall meine, ist nicht, dass da der Hochton nochmal besonders energetisch herkommt. Im Gegenteil, der Hochton hier ist relativ zurückhaltend, aber trotzdem wirklich da. Also ich muss ihn nicht suchen, er ist wirklich da und man hört auch wirklich alles, aber eben so, dass man mit dem auch super lange hören kann. Und wichtig bei dem ist, mit dem kann man auch sehr leise hören. Der hört sich sehr leise auch sehr, sehr gut an. Und das ist ja ganz oft so bei Kopfhörern im Allgemeinen, wenn die, es gibt viele Kopfhörer, ich sag's mal andersrum, es gibt viele Kopfhörer, die müssen eine bestimmte Lautstärke erreichen, damit, wenn man die wahrnimmt, dann erst so richtig Spaß machen. Das braucht er nicht. Den kann man auch abends im Bett sehr, sehr leise hören und ja, mehr brauche ich zu dem nichts zu sagen. Fio FD1. Ich mache mal weiter beim Fio FH1S. Ja, das ist auch ein Kopfhörer, ein dynamischer, ein Balanced Armaturtreiber. Die Verpackung ist quasi genauso, ist jetzt nur nicht da drin, dumm gelaufen. Aber es ist alles quasi identisch zum FT1. Die Gehäusefarbe ist hier in so einem Lila gehalten. Klingt ein bisschen anders, hat nicht so den Tiefbass,
hat ein bisschen mehr Druck im Oberbass, ein bisschen mehr Punch, im Hochton, aber deutlich präsenter. Also wenn ich jetzt sagen müsste, im Vergleich zwischen den beiden, dann ist der andere wirklich so ein schöner, warmer, kräftiger Kopfhörer mit allen Details. Und das hier ist dann ein Kopfhörer, der so eine Ausgleichsgrade hat, die wird dann einfach ein bisschen gerade gerückt, der ist deutlich ausgeglichener oder neutraler, was jetzt den Frequenzgang angeht. So könnte man das nennen. Gefällt mir auch ganz gut, aber hat eben nicht so diesen, zum Beispiel beim Leisehören, ist der etwas unspektakulärer. So möchte ich es mal sagen. Der ist einfach etwas unspektakulärer, möglicherweise auch dadurch langzeittauglicher für den einen oder anderen. Im Vergleich zum FD1, der da doch schon ganz schön viel Druck macht, ganz schön viel zeigt, hier bin ich und einfach ja, auf das Spaßgas drückt, so möchte ich es mal nennen. So, dann habe ich den letzten im Bunde und zwar ist das ist wiederum ein richtig tolles Ding für seinen Preis, kann ich nur sagen, zugreifen, wenn man überlegt, in dem Preisbereich sich ein In-Ear zu kaufen. Ich kriege da mal Schatten, das nervt mich so ein bisschen, aber hier auch, naja, egal. Muss ich jetzt mit leben, ihr auch. Fio FH3. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, holla, den habe ich schon etwas länger zu Hause. Da gab es den, glaube ich, noch gar nicht im Shop, da habe ich ihn schon bekommen. Und da habe ich mir den angehört und habe gedacht, boah, was ist denn das für einer? Super. Auch hier wieder genauso aufgebaut, auch wieder mit dem Kistchen drin. Ich habe den Kopfhörer jetzt hier gerade nicht drin, den nutze ich immer noch zwischendurch, weil da kommt demnächst dann auch nochmal ein Artikel zu. Genauso wie diese FH1S. Ob ich da einen Artikel schreibe, weiß ich, aber nutze ich gerade noch, weil ich die vergleiche, die natürlich FH1S und FH3. Und der FH3, das ist tatsächlich zum FH1S nochmal das Upgrade. Also passt ja auch. 1, 3, 5, 7, also was es da immer so gibt. Und ja, hier ist es halt der Dreier zu dem Einser mit zwei Balance-Armaturtreibern, da hört man einfach, der macht das Ganze nochmal ein Stück akkurater. Auch da merkt man, im Hochton ist der, also dadurch, dass die zwei Balance-Armaturtreiber drin haben, ist der im Frequenzgang gerade ab den Mittenbereich ausgeglichener. Und besonders im Hochton ist der ein bisschen präziser, ein bisschen, ich möchte nicht sagen zurückhaltender, sondern ein bisschen glatter, ein bisschen angenehmer noch. Hat aber im Bass dafür einen richtig, richtig schönen Punch, genauso wie der FH1. Aber hier tatsächlich noch ein bisschen kräftiger, ein bisschen bessere Konturen. Ja, der macht einfach alles nochmal eine Nummer besser. Ist vom Gehäuse auch nicht dieses einfache Kunststoff, sondern tatsächlich schon so ein, ja, so ein Metallgehäuse, auch ein bisschen anders geformt, auch blickdicht. Wirkt auch deutlich hochwertiger. Ja, diese drei sozusagen jetzt noch als sehr preisgünstige, muss ich sagen, In-Ear-Kopfhörer. Und das sind alle drei, die alle drei, kann ich nur sagen, sucht ihr doch ein Geschenk für jemanden. Nehmt einen von den dreien, ja, der und der in der Mitte. Der FD1 und der FH1S sind auf einem sehr guten Preisniveau, deutlich unter 100 Euro. Hier liege ich etwas darüber, aber alles drei wirklich tolle Geschenke, wenn ihr da jemanden vielleicht in den Audiophilm-Bereich, was In-Ears angeht, ja, einführen möchtet. So, das waren meine reinen kabelgebundenen In-Ears. Ich hoffe, euch hat das einigermaßen gefallen, das Video, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Auch über eure Kommentare und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid zu dem Geschenkefinder. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.